Willkommen bei FIFA 11 Let's Play 2. Und dann lass uns mal loslegen. Wir spielen heute mal mit FC Köln. Nur für Gronkh. Ja. Und Köln. Und schon geht's in die andere Richtung. Schön gespielt. Gut aufgepasst von Torwart. Immer wichtig, wenn der Keeper mitspielt. Ja, der Torhüter dreht den Ball über das Feld.
es sieht gar nicht so aus, als ob er den Ball abspielen wollte. Jetzt hat er die Chance, den Ball reinzuflanken. So, wer wird den Eckball ausführen? Ja, schön, Podolski. Er spielt den Ball quer. So, daraus könnte was werden. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Er flankt in den Strafraum. So, jetzt kommt der Eckball. Ah, das war eine Chance, mein lieber Mann. Gute Abwehraktion. Das ist ein Backkrummel gemacht. Und der Lohn dafür, den Ball zurückerobert. Und Lukas Podolski. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Pizarro. Und da lupst er ihm den Ball ab. Der ist richtig fuchsig gewesen. Novakovic. Das bedeutet, ich bin genau noch ein Fanschen. Podolski. Aus! Mal wieder haben wir ein Ende. Hätte kaum einer geglaubt, dass die Partie zu diesem Zeitpunkt immer noch 0:0 steht, oder? Aber genau so ist es gekommen. Da scheint das Wort die Reihe nachgehen. Ja, das würde erstmal reichen, um sie aus der Gefahr zu befreien. Ziehen. Mohammed. Kein Problem. Da steht Thorsten Frings, hat jetzt den Ball. Jetzt hat er ist vorbei. Er steht 0:0. Kann man nicht mit dem Frankfurter sagen, dass es nicht nur ein Mittelfeld gibt auf so einem Fußballplatz, sondern auch ein Strafraum. Wir warten einfach mal auf Torraumszenen in den zweiten Turnier. Ich finde das immer sehr verbrüchen, wenn man dann einfach nicht spielen muss. Ja, ich ziehe. Das ist halt so. Oh nein, ein Aus, ein Aus, ein Aus. Ein Ecke. Also ich habe es auch so gesehen, das war eine ganz saubere Aktion, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Podolski. So, nach der Aktion könnt ihr erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Jetzt im Zweikampf, da musst du die Gegner auch beeindrucken. Ja, schön, Podolski. Tor! 1:0! In der zweiten Halbzeit haben wir ein 1:0 geschafft. Ein 1:0, ein 1:0. Ja. Und die Halbzeit dauert ein bisschen, aber es ist immer so. Und gleich wieder zurückgespielt. Dazwischen. Podolski. Die zweite Halbzeit ist gleich rum. Und das heißt, spielen jetzt einfach
Da gab es ja gar keinen Zweifel. Abseits vom Moment an die Verteidigung. Gut organisiert. Und wir haben ihn gefangen, den schrecklichen. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Weil es war nicht so schlau von uns. Nervensacker. Ja, ich denke, das ist eine richtige und wichtige Entscheidung, diesen Wechsel dann nochmal vorzunehmen. Ein frischer Spieler kann nochmal einiges bieten. Ne? Das ist schon 78. Minute, das heißt, das ist gleich Feierabend hier. Ne? Da haben wir mal wieder den ersten Platz gemacht. Flanke. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Ja, und wie er sich den Ball erobert, à la Bonheur. Ja, was heißt das? Und genau in den Lauf kommt der Ball. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und hat sich das Schützen noch an der Ball. Ein schöner Vollpfosten. Das kann man ja wohl so sagen. Übrigens, ich finde, ich singe auf Kali steht. Und die Band auch hier. Das ist meine Mutter. Wie alt sie? Michael Silvester. Klasse Gretsche. Dem Regelbuch entsprechend. Die sagen zu mir Klasse Gretsche, obwohl ich immer nur eine Hinfaller mache. Oh, da nehmen die seine Gegenspieler in die Zange. Er hat ja nur zwei Möglichkeiten, sich theatralisch fallen zu lassen oder abzuziehen. Keine Gefahr für den Torhüter jedenfalls in dieser Situation. Ich hoffe mal. Dass dieser Pass gut angekommen ist. Und am Ende gibt es dann den knappen, aber vielleicht auch verdienten Sieg dieser Mannschaft. Für einen Torhüter ist das natürlich immer und das war auch schon das Let's Play FIFA 11, Nummer 2 und... Auf das nächste.
Ciao.